Yo, Flock, was geht, Fit Flock Fam Crew? Shit, Alter, es ist schon 9. Ich habe heute eine Stunde verpennt, eine ganze Stunde. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe einmal auf Snooze gedrückt und auf einmal war es eine Stunde später. Okay. Kotzt mich mega an. Eigentlich wären heute zwei Workouts angestanden. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es heute nur ein Workout gibt. Es war ja auch nur eins geplant, weil ich ja nur 9-mal die Woche trainiere. Und keine 10-mal. Und wenn ich jetzt heute 2-mal trainiert hätte, wären es 10 Einheiten gewesen. Deshalb gehen wir jetzt davon aus, dass es ein normaler Tag ist. Sprich, jetzt in der Früh Pull, ohne Booster, ohne Fatburner, ohne alles. Mir geht's viel besser dadurch, Leute, muss ich wirklich sagen. Und wenn ich nur einen Workout habe, brauche ich eh keinen Booster. Deshalb gehen wir mal davon aus. Kaffee ist drin, Zähne geboostet, auf dem Klo bei euch. Fertig gemacht, Trainingssachen hergerichtet. Gesicht gewaschen, alles mögliche, fertig. Jetzt geht's, wie gesagt, gleich ins Pull-Training. Und danach gibt es 30 Minuten Cardio. Ich mache das jetzt davon abhängig, wie das Wetter heute ist, weil bis jetzt sieht es so aus. Sonnig, aber bewölkt. Wenn das Wetter gut wird, dann sonnen wir uns, was wir müssen, weil ich echt schon wieder fucking hell geworden bin und das kotzt mich mega an. Wenn aber das Wetter scheiße ist, beziehungsweise so kacke bleibt, wie es jetzt gerade ist, weil das nervt mich, dann ist es so bedrückend immer. Dann werde ich mich nicht sonnen und werde ins zweite Training gehen. Das mache ich jetzt, wie gesagt, vom Wetter abhängig. Im zweiten Training würde dann Legs anstehen. Oh, da hätte ich halt schon Bock drauf, gell. Obwohl ich noch ein bisschen Muskelkater habe, aber es würde auf jeden Fall gehen. Im Rücken und in der Brust und überall habe ich, eigentlich immer überall durchgehende Muskelkater. Also, ja. Genau. Ich fahre jetzt gleich los, Leute. Ich werde im Gym wieder filmen. Und ja, ob wir dann zweimal trainieren. Sehe ich dann, ob das Wetter gut ist oder nicht. Ist es schlecht, trainiere ich. Ist es gut, trainiere ich nur einmal. Muss ich halt jetzt machen, weil ich verpennt habe. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall fit und mir geht's gut. Gewicht und Form wird wieder viel, viel besser. Immens besser. Aber ich merke langsam, dass die 2457 Kalorien zu wenig sind. Ich habe langsam durchgehend Hunger und werde flach. Das kann ich nicht ändern. Werden auf jeden Fall Samstag und Sonntag noch durchziehen. Mit den 2457 Kalorien und dann vielleicht einen Refeed einbauen. Ich schau mal, wie sich die Form verhält, weil, wie gesagt, wenn ich merke, dass sie richtig, richtig geil wird, dann lasse ich natürlich die Kalorien. Wenn ich aber merke, ich werde nur dünn, flach und verliere Muskulatur, dann werde ich es natürlich erhöhen. Mache ich auch abhängig vom Spiegelbild und von der Waage. Genau, Leute. Wir sehen uns direkt nach dem Fitnessstudio. Eins muss ich wirklich noch sagen: Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt gut geschlafen und ich hoffe, ihr genießt euren Montag. Heute ist Samstag. Ihr seht das Video am Montag. Und startet gut in die neue Woche oder seid gut in die neue Woche gestartet. Schafft ihr schon, Leute. Hoffentlich ist gutes Wetter. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns gleich nach dem Fitnessstudio. Haut's rein und Peace. Yo, Freunde, was geht ab? Ich bin wieder daheim. Es ist jetzt bereits 11.25 Uhr, also 5 vor halb 12. Fuck, Pulltraining war geil. Ich werde jetzt sofort Cardio machen. Lade gerade die Dateien auf meinen Laptop und nach dem Cardio-Training werde ich euch gleich sagen, was ich trainiert habe. Essen wird erst gemacht, wenn ich mein Video fertig habe. Wie immer, ist mir egal, dann muss ich eben länger warten. Meine Schuld, wenn ich verschlafe, kotzt mich das an. Jedenfalls war das Pull-Training richtig geil. Ich habe diesmal mehr gefilmt, auch Bizeps und hintere Schulter. Ja, genau. Leute, bis gleich nach dem Cardio-Training. Bros und Sisters, ich bin wieder daheim vom Cardio. 24 Minuten waren es, wird es immer länger. Die Frage ist bloß, wird die Strecke länger oder werde ich langsamer? So, ich habe meinen Ohrring wieder gefunden, ihr habt ja gesehen, der war in der Früh nicht da, keine Ahnung warum. Ist rausgefahren beim Schlafen. Pull-Training. Ich sag eins vorweg, es ist schwerer geworden. Die 2457 Kalorien machen sich jetzt endgültig bemerkbar. Und es war natürlich der dritte Pull-Tag, Pull-Day diese Woche. Deshalb natürlich auch ein wenig schwächer geworden. Scheiß drauf, Gewicht ist gleich geblieben. Ich musste mich eben nur mehr anstrengen, die Ausführung war trotzdem sauber. Was habe ich gemacht? Ich habe wieder 6 Sätze Latzug-Obergriff gemacht, 5 Sätze mit 13 Scheiben, mit 8 bis x Wiederholungen. Das seht ihr hier den letzten Satz. Wieder einen Satz mit 14 Scheiben, mit 6 bis x Wiederholungen. Den habe ich natürlich nicht gefilmt, weil ich brauche nicht zweimal die gleiche Übung filmen. Das allerselbe, also 5 Sätze mit 13 Scheiben, 8 bis x und einen Satz mit 14 Scheiben, 6 bis x habe ich auch beim Latzug-Parallelgriff gemacht, den seht ihr hier. Genau
Das gleiche Spiel wurde auch bei Lazio im Untergriff durchgezogen. Den seht ihr hier. Wieder mal ein imitiertes Kabelrudern gemacht. 12 Sätze, 15 bis x Wiederholungen, 30 Sekunden Pause. Da seht ihr hier den 8. oder 9. Satz. Low-Low gemacht. Ich habe ja letztes Mal aus Versehen bzw. mit Absicht, ich musste auf Low-Low ausweichen als 4. Übung. Als 5. Übung nicht. High-Row habe ich heute beibelassen, weil das geil war, das Gefühl. Hier wurden 3 Sätze gemacht. X Wiederholungen, so viel wie es geht, mit dem kompletten Stapel. Den letzten Satz seht ihr hier. Heute habe ich nur 3x8 gemacht mit 30 Kilo. Dafür eine bisschen sauberere Ausführung mit durchgehender konstanter Spannung. Also schon den Stretch holen. Aber trotzdem immer auf Spannung halten, ihr seht den Satz hier. Mein Workout-Tipp des Tages, wenn ihr die High Row habt, macht die mal. Und zwar nicht so, dass ihr komplett in die Dehnung geht, sondern ungefähr so, ja, 4/5 in die Dehnung, aber euren Arm beziehungsweise euren Rücken nicht ganz durchstreckt, sondern einfach immer auf Spannung lassen und dann immer schön konstante Spannung ziehen. Ist schwerer, aber richtig geil. Probiert es mal aus. Dann habe ich noch gemacht Latzug Parallelgriff. Hier heute statt 13 Scheiben nur 12 Scheiben gemacht, dafür ein bisschen höhere Wiederholungen. 3 Sätze. Den 3. Satz seht ihr hier. Werde ich beibehalten, ich werde da auf 12 bleiben und ja, ist natürlich logisch, ich bin in der Diät, ich werde schwächer, im Aufbau gehen die Gewichte sowieso wieder steil nach oben, also ich mache mir da gar keine Sorgen. Dann habe ich Bizeps Curls gemacht, alternierend im Stehen, 5 Sätze mit 20 Kilo, 6 bis x Wiederholungen pro Arm, sprich 12 bis 16 Reps, hier seht ihr den 5. Satz davon, der kommt hier. Sauber mehr ist ja logisch, ist der 5. Satz und die 6. oder 7. oder 8. Übung im Pull-Training und natürlich Diät. Trotzdem, ich habe so viel sauber gemacht, wie es geht und dann einfach so lange geschwungen, bis ich auf meine 8 Wiederholungen pro Arm komme. Mache ich immer so, werde ich auch beibehalten. Ich spüre es so gut und der Arm wächst. Dann habe ich noch gleichzeitige Bizeps Curls gemacht. Die konnte ich dann nicht mehr filmen, weil dann jemand neben mir stand. Beim Spiegel. Danke. Dann habe ich noch Bauch gemacht, 20 Sätze, das ist sowieso uninteressant. Und dann 6 Sätze hintere Schulter, Butterfly Reverse. Hier 30 Sekunden Pause, 8 bis x Wiederholungen. Der 6. Satz kommt hier. Geil, ich liebe die Butterfly Reverse Maschine. Mega, mega nice. Vorgebeugte Seite ist auch geil. Wechsle ich immer ab, so in 1-2 Monatstakten. Damit ich mich schön steigern kann und immer einen neuen Reiz aufgrund der neuen Übung bekomme. Das war's dann mit dem Pull-Training. Jetzt eben 20 Minuten Cardio. Es ist bestimmt schon 5 nach 12 oder so. Eigentlich würde ich jetzt schon mein Essen machen, aber ich muss jetzt erst das Video machen. YOLO, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Muss so sein. Ich werde heute nicht nochmal trainieren, Leute. Meine Beine sind noch mega am Sack. Ich habe es gemerkt beim Abstützen vom Rudern, dass der Muskel gerade noch richtig krass da ist und jetzt beim Spazierengehen. Also der Muskelkater ist da und ja, genau Leute, jetzt bearbeite ich das Video, wir sehen uns dann wieder, wenn ich esse, sprich, es gibt dann heute nicht nur Hühnchen, sondern Hühnchen und Blumenkohl, weil ich ja nicht nochmal trainiere und deshalb habe ich jetzt auch schon mein Cardio gemacht. Bis dahin Leute, viel Spaß beim weiteren Vlog und tschüss. Wir sind jetzt bei der Haselnuss und ich habe bis jetzt gegessen, habt ihr ja gesehen, Hähnchen und Blumenkohl, jetzt gibt es einen Beischeck, 50 Gramm. Und dann geht's mit der Haselnuss auf ein Food Festival. Ich mach's so, wenn ich was essen möchte, esse ich was, wenn nicht,
dann nicht. Die Form kann ich bis dahin sowieso bringen. Heute in 2 Wochen, 2 Kilo noch to go. Nicht mal 1,4. Heute in der Früh 84,4. Das heißt, die 1,4 Kilo schaffen wir locker. Form ist eh schon geil. Ich scheiß jetzt drauf. Kann ich schon mal ein bisschen was anderes essen. Mache ich normalerweise nicht, aber ich war noch nie auf so einem Food Festival. Und deshalb mache ich das, Leute. Geduscht haben wir schon. Video ist hochgeladen. Thumbnail ist nicht gemacht. Ich werde wahrscheinlich wieder eher einfahren, damit ich alles machen kann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es morgen 2 Trainings. Morgen Beine und Push. Damit, wenn ich heute was esse, es gut verbrennen kann. Und wenn nicht, wäre morgen eh 2-mal angestanden. Ich nehme euch mit zu dem Festival. Bis dann. Wir gehen jetzt gerade auf das Food Festival und die Haselnuss will sich ungefähr 8 Kilo asiatisches Essen reinhauen, hat sie gesagt. Genauso wie ich, und es riecht hier voll nach Currywurst. Ja, voll. Eklig. Ich glaube, ich kann es voll lecker. Geil, oder? Ich muss mal ein Foto machen. Schaut sich mal das an. Food Challenge this. Froyo in meinem Leben. Mit Schokosauce und Oreos natürlich. Okay. Erstmal probiert die Haselnuss. Nicht? Okay. First bite. Man hat ihn nicht gesehen, oder? Jetzt. First bite. Ah. Bro, ist gleich hier. Und Epic Thumbnail. Hi! Nimm zu. Ich will aber nur, dass du. Ich bin sauer, gell? Ja. Hey Leute, ihr kennt doch bestimmt den Vater von Jim Levinstein aus American Pie. Müsst mal schauen, was dem sein. Was ihn ausmacht. Der ist nämlich auch da. Burrito, Honey Lime Chicken. Honey Lime Chicken. Haselnuss hat sich einen Pulled Pork Burger geholt. Ihr seid live mit dabei, wenn sie reinpasst. Oh, wie männlich. Mann, du musst einfach noch einmal reinpassen und so machen. Yeah! Hi. Drunk Peanut Butter Turkey Burrito ohne Peanut Butter. Was ist da noch drauf? Guacamole und sowas, oder? Ich seh das ja dann. First Bite. Der ist XXL übrigens. Das ist so lang wie mein Oberschenkel. Oha. Das ist ein Spuck geworden. Das haben wir nicht gesehen.
So, wir sind jetzt daheim vom Food Festival, vom Street Food Festival. Hat richtig geil geschmeckt, war mein erstes Street Food Festival überhaupt. Ich konnte ja dort nicht so viel reden, ist ja logisch, die Musik, die ganzen Leute und man hätte mich eh nicht verstanden. Ich hoffe, dass ihr vorher alles, was ich gesagt habe, verstanden habt. Ich denke nämlich nicht. Auf jeden Fall, jetzt gibt es ein gutes Rating zu, oder beziehungsweise ja, Ranking, Rating, wie auch immer. Der Froyo war gut, aber meiner Meinung nach noch ein bisschen zu sauer. Hat gut geschmeckt, aber ich habe mir besser vorgestellt, war mein erster Froyo. Er war okay, aber jetzt nichts Besonderes. Was hast du dazu gesagt, weil du ihn auch probiert hast? Wie fandest du das? Also mir hat er nicht so gut. Mir kriegt er eine 4 out of 10. Was kriegt er von dir? 2. Passend ist eine 2 out of 10, bei mir eine 4 out of 10. Er war okay, aber ich muss ihn nicht nochmal haben. Und ich habe eh nur 3 Euro gezahlt, weil er ein kleiner war und ein Topping. Aber es war ganz lustig, weil ich bin irgendwann gesagt, ich hätte gerne Froyo. Weil ich sowas noch nie bestellt habe und es noch nie gegessen habe, deshalb fand ich es recht lustig. Dann habe ich die Egg Waffles. Wie hießen die so? Egg Waffles, ihr habt es ja gesehen, das Zeug mit dem Oreo Keks. Das erste, was ich gegessen habe, war das. War gut, hat mich 7 Euro gekostet. War drinnen ein gemischtes Eis, Vanille und Schoko. Whipped Cream, also Schlagsahne ein bisschen, aber nur minimal. Schokosoße, ein Kinderriegel war drin gesteckt und ein gefälschter Oreo-Keks. Und das war's. Und eine Fünftel Banane, die ich komplett Haselnuss gegeben habe, was sie probiert hat. Zu 10 Punkten kriegt sie mir. Also Preis-Leistung ist eher im Minus, also ist eher schlechter bewertet. Essenstechnisch vom Geschmack her insgesamt war's. Lassen wir es eine 6 sein, eine gut gemeinte 6, aber höher nicht, eher noch eine 5, sagen wir, er kriegt eine 6, einfach weil ein Oreo-Keks drin war und gefälscht hat, der gut geschmeckt hat. Und ja, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt so Eierwaffeln beim Edeka für 1 Euro zum 100 Gramm, die schmecken besser, also die schmecken mir persönlich besser, vielleicht bin ich das einfach nicht gewöhnt, aber... Ich habe die Waffeln anprobiert. Ja, was sagst du zu den Waffeln? Die Waffeln haben noch nichts geschmeckt. Die waren also so leer? Ja, die haben noch nichts geschmeckt. Ja. Du hast nicht geschmeckt, dass sie haben nach Waffeln gerochen, so ein bisschen, ja. Aber sie haben nicht danach geschmeckt. Finde ich auch, also ich weiß nicht, wie gesagt, die Eierwaffeln beim Edeka, die ausschauen wie so ein, wie Waffeln halt einfach. Die sind einfach deutlich besser. Also das war ja hier aus Österreich. Irgendwie Austria's Best Candy hieß das. Und so, es war okay, aber für 7 Euro, nee. Und da finde ich die deutschen Billigwaffeln vom Edeka besser. Obwohl ich glaube, dass die so festgelegte Preise haben, weil die ja fast alle bei 7 Euro lagen. Ja, natürlich, das ist wahrscheinlich auch vom Veranstalter her. Ja. Und von der Stadt her selbst. Aber ja, muss ich jetzt nicht nochmal haben. Es war okay, dass ich es mal probiert habe. Es war es wert, aber nicht nochmal. Dann, das war das erste, das ich gegessen habe, genau. Und das habe ich dann erst den Froyo gegessen oder erst den... Nee, du hast erst den Froyo gegessen und dann haben wir einen Burrito geholt. Genau, aber ich habe ja 2 Burritos gehabt. Genau, und dann haben wir meins geholt. Okay. Ja. Und dann haben wir dann einen Burrito geholt. Genau, den Froyo habe ich ja schon, haben wir schon gesagt. Dann der Burrito, der erste, der mit Reis, Kidneybohnen, Guacamole, Sour Cream und Chicken, Honey Lime Chicken. Ja. Der war eine 5 out of 10, muss ich sagen, da war die Waffel nicht besser, aber es war halt eine Süßigkeit. Deshalb hat das Herz ein bisschen mehr gelacht. Also er war okay, aber auch wie viel hat er gekostet? Auch 7 Euro? Oder sagen wir, er kriegt auch 6 Punkte, sagen wir, 57. Sagen wir, er kriegt auch 6 Punkte, einfach nur, er war genauso gut wie die Waffel. Auch Preis-Leistung hier, natürlich hat man hier mehr für den Preis gehabt. Weil es mehr Essen war. Aber von den Kalorien her war es wahrscheinlich ungefähr gleich. Ich kann es auch nicht einschätzen, wie viel sowas Kalorien hat. Ich denke mal, dass die Waffel hatte 500, 600, der Burrito hatte 600 ungefähr. Ich glaube sogar weniger. Ist ja im Endeffekt wurscht. Kalorien habe ich heute eh nicht zählt, weil ich keinen Reis gegessen habe. Wie gesagt, ich hatte davor nur 500 Gramm Hähnchen und 250 Gramm Blumenkohl und jetzt das Zeug, das ich gesehen habe. Und 50 Gramm Whey und die gibt es am Abend nochmal sowas und das war's. Genau, 6 von 10. Hast du von dem Burrito probiert? Ja.
Was gibst du ihm? Das muss ja mit. Bitter. Ich glaube, dass das Sour Cream war, aber ich mag Sour Cream auch nicht. Ich eigentlich auch nicht. Full out of 10. 3. 3 ist schon heftig. Fast so schlecht wie der Froyo. Ja gut, 3 kriegt er jetzt von mir nicht, aber ich muss echt sagen, da hat sie recht. Also an manchen Stellen hat er einfach nach nichts geschmeckt. Und an anderen Stellen war er übelst pikant und scharf wegen den Jalapenos. Was ich ja feiere, ich liebe Jalapenos. Und Guacamole hat mir auch geschmeckt. Muss ich wirklich sagen, obwohl ich Avocados eigentlich hasse. Aber er war okay, 6 von 10. Und dann das letzte, der Burger von der Haselnuss, den habe ich nicht probiert, aber er hat gut geschmeckt. Vom Geruch her kriegt er von mir eine 6 out of 10. Ich finde, er hat auch schön wie Döner. Vom Geruch her ist er genauso wie der Burrito. Dann kriegt er mehr. Ja, aber wie fandest du den Burger? 10 von 10. Ist der ernst? Ja. 10 von 10, das war ein Pulled Pork. Wie viel hast du gezahlt? 7 Euro. Und es gab einen Pulled Pork Burger oder einen Pulled Pork Becher. Im Becher waren 300 Gramm Fleisch drinnen. Das im Smoker gegrillt. Also im Smoker gesmoked wurde. Ja. Also geräuchert. Ja, gewisse Zeit lang. Genau. Und auf dem Burger, ich habe nachgefragt, ist ungefähr die Hälfte an Fleisch. Beide 7 Euro. Ich hätte persönlich dann natürlich das Fleisch genommen. Ja, jetzt im Nachhinein. Sie auch im Nachhinein. Warum? Ich wollte nur den Burger probieren mit dem. Was war das? Blaukraut? Blaukraut. Mit dem Blaukraut, weil ich wissen wollte, wie das schmeckt. Ja gut, das hat aber auch lecker ausgeschaut. Aber im Nachhinein betrachtet würde ich lieber das Fleisch essen. Also ja, ich glaube ich auch. Also ich glaube, dass das Fleisch echt gut geschmeckt hat. Obwohl der Burger so auch nicht schlecht war. Also der war auch super, aber ich mag Fleisch lieber. Ja, ich bin ein Fleischmensch. Aber es war super, das Fleisch. Ja, also Preis-Leistung ist gut. Ja. Aber halt auch wenig, ne? Ja gut, ein bisschen Metal. Also wenn man jetzt den Becher genommen hätte, dann wäre es sehr wenig gewesen, glaube ich, oder? Ist das 7 Euro für 300 Gramm? Ich weiß nicht. Ja gut, das ist Pulled Pork, gell? Ja, also dann war bisher jetzt der Burger von der Haselnuss am besten. Und dann kam mein Burrito, das war ein XXL. Drunken Peanut Butter Turkey Burrito. Irgendwie sowas. Ich glaube, ihr habt es gesehen, ich glaube, ihr habt es gelesen, weil ich es gefilmt habe. Und dann habe ich natürlich, ich mag Peanut Butter, aber ich will kein Peanut Butter auf meinem Fleisch haben. Und dann habe ich ja gesagt, ich hätte gerne den Peanut Butter, sie hat dann gesagt, weil ich habe gesagt, er isst da die Peanut Butter immer mit drauf. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, das ist halt nur so ein Topping. Oder, aber man kann die Peanut Butter auch weglassen. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre cool, dann hat sie sie weggelassen. Sprich, dann war es eigentlich nur ein Burrito, also eigentlich war es ja ein Wrap, gell? Mit Putenfleisch, Salat und Tortilla. Und also dem Wrap-Teig. Und ein bisschen Knoblauch. Also beim Essen habe ich den Knoblauch nicht gemerkt, aber danach habe ich ihn gemerkt. Beim Aufstoßen. Und die Haselnuss hat gesagt, ich stinke nach Knoblauch. Und Chili war drin, also richtig gut. Hat aber 9,50 Euro gekostet, aber er war auch XXL. Also wenn ich das Ganze jetzt Revue passieren lasse, würde ich den Froyo nicht essen, die Waffel auch nicht, den ersten Burrito auch nicht. Sondern einfach 2 von dem letzten Burrito. Hätte ich weniger gezahlt, hätte mehr Eiweiß, weniger Kalorien und geileren Geschmack. Hast du den letzten Burrito probiert, nicht, gell? Sie hat ihn nicht probiert. Aber wie fandest du ihn vom Aussehen her? Zu trocken, gell? Ja, er war schon trocken, aber. Das Fleisch hat einfach so ultra. Ja, Putenfleisch halt, ne? Ja, aber das war so richtig krass trocken. Also, es war schon trocken, aber. Ich mag das ja. Und unten war sogar Soße noch drinnen dann, also man hat gemerkt, dass unten Soße, die Soße vom Chili und vom Hühnchen, also der Saft halt. Also wirklich, dem gebe ich eine 8 out of 10. Einfach nur die 2 Punkte Abzug gab es wegen, gibt es eigentlich wegen dem, dass es ein wenig trocken war. Aber es war gut für Putenfleisch, vor allem war es richtig gut. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr dort in der Nähe seid, Leute, schaut mal vorbei und haut euch was rein. Mit dem Code Haselnuss10 spart ihr keine 10% auf alles. Hat sie nicht gecheckt. Genau, wir gehen jetzt noch zu einer Gassi, Leute. Ich hoffe, der kleine Einblick in unser Street Food Festival, in mein erstes Street Food Festival. Ich weiß nicht, habt ihr mich jetzt entjungfert? Die Haselnuss und die Flockfam haben mich entjungfert. Mhm. Beim Street Food Festival, weil wir es gemeinsam gesehen haben. Mhm. Es gibt für alles ein erstes Mal, Leute. Es war cool. Was ich ein bisschen traurig fand, das muss ich jetzt sagen, es ist da gestanden, es gibt eine Asiameile. Mhm.
Und es gab genau zwei Geschäfte. Ein vietnamesisches, ein persisches. Und das Habibi-Dings. Und ein Habibi und irgendwas Syrisches, aber das ist ja schon wieder Afrika. Und es war noch irgendwas mit Chili con Carne, aber ich weiß nicht, ob das nicht mexikanisch war. Ja, eben. Also sagen wir, zwei bis drei Geschäfte. Ist das die Asia-Meile? Sagen wir, drei bis vier Geschäfte. Ist das die Asia-Meile? Meiner Meinung nach nicht wirklich, das war ein bisschen armselig. Aber es war ein American Festival. Und wie ihr gesehen habt, haben wir auch American Candy geholt. Vor allem die roten Streifen, die die Haselnuss immer schon haben wollte. Hast du schon mal gegessen? Aber man sieht sie ja immer in Filmen. Und die wollte sie haben und ich habe... Genau, und die wollte sie haben und jetzt hat sie sie und jetzt ist sie glücklich. Hm. Bist du glücklich? Ja. Wie viel haben die gekostet? 3 Euro, gell? Geht eigentlich. Ja. Auch nicht recht teurer als bei uns. Und ich habe die Reese's, Mini Reese's Peanut Butter Cups, die Unpacked, Unwrapped Peanut Butter Cups. Richtig geil, die sind natürlich geschmolzen. Egal, da gibt es auf jeden Fall ein Let's Taste, oder gibt's da? Ja. Let's Taste American Candy. Es wird natürlich nicht auf Deutsch, auf Englisch genannt, es wird auf Deutsch genannt oder so. Wir essen amerikanische Süßigkeiten oder so. Schrägstrich, we eat oder we try American Candy. Ja, nicht, dass der jetzt rückwärts fährt. Genau, das Video kommt, macht es euch gefasst, das kommt aber wahrscheinlich erst nach der Diät. Sprich nach unserem Fotoshooting, wenn die Haselnuss so lange warten kann. Die ist schon wieder busy, die macht schon wieder Business. So Leute, wir sehen uns dann hernach wieder. Essen werde ich heute nichts mehr, außer mein Whey-Shake, Vitamin C und Zink. Genau. So, FitFam, jetzt sind wir wieder daheim. Es ist 11 Uhr. Ich werde jetzt noch einen 50 Gramm Whey-Shake trinken. Mein Vitamin C und mein Zink, das zeige ich euch heute auch wieder nicht. Ist immer dasselbe. Gibt's nichts. Nichts Neues oder nichts Besonderes. Der Puder, beziehungsweise den Puder, den werde ich euch morgen zeigen. Morgen vorstellen, ist besser. Bevor dass ich jetzt noch auf die Schnelle irgendwie ein bisschen Werbung so auf Krampf mache, möchte ich nicht. Heute ist ein langer Vlog gewesen. Ein schöner Tag, mega schöner Tag. Danke dafür, Schatz. Ich liebe dich. Und danke, dass wir dort waren, dass du gefahren bist. Die Adlers ist gefahren. Und ja, Leute, ich sage an euch, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns natürlich morgen in alter Frische. Ich gehe jetzt eher ins Bett. Es ist erst 11 und ich trinke das jetzt noch. Dann bin ich wahrscheinlich so um 23:30 im Bett. Und dann kann ich morgen um 7 aufstehen und verschlafe nicht wieder. Und morgen stehen zwei Trainingseinheiten an. In der Früh wahrscheinlich Push oder Beine. Auf jeden Fall stehen morgen Push und Beine an. Wann ich was machen werde, in der Früh oder nachmittags, müssen wir schauen. Beziehungsweise muss ich schauen, weiß ich noch nicht. Morgen wird wahrscheinlich ein Booster genommen, je nachdem, wie es mir geht, ob ich fertig bin, ob ich müde bin. Wahrscheinlich, wenn ich lang genug schlafe, werde ich es nicht machen. Aber ich möchte es eigentlich schon bei zweimal Training am Tag. Schaue ich einfach, wie es sich ergibt, Leute. Seht ihr und hört ihr dann morgen. Genau, ich habe jetzt eigentlich dann nichts mehr zu sagen. Außer, ach ja, doch, das wollte ich noch ansprechen. Weil ich heute mehr gegessen habe. Ich denke mal, ich habe 500 Gramm Hähnchen gegessen, 250 Gramm Blumenkohl, 100 Gramm Whey und dann das, was ihr gesehen habt. Was waren das? 4000 Kalorien. Ich glaube nicht, dass es 4000 waren, aber sagen wir mal, es waren 4000. Ist ja kein Stress. Morgen auf jeden Fall mit 2500 bzw. 2457 Kalorien weiter. Weiter diäten, damit die Form besser wird und ja. Ich mache wieder jetzt nicht so Stress. Die Form ist sowieso meilenweit voraus. Ich möchte sie euch noch nicht zeigen, damit ihr überrascht seid. Und mir ging es gut heute. Es hat mir sehr gut getan. Physisch wie auch psychisch. Und deshalb, ich habe kein schlechtes Gewissen oder sonst was. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Ich hatte ein geiles Training. Und mein Gott, dann habe ich halt ein bisschen mehr gegessen. Was soll's. Bisschen Wasser gezogen durch das Salz in den Lebensmitteln und weil es ein bisschen mehr Carbs waren. Aber ich glaube, im Endeffekt waren es gar nicht so viel mehr Carbs. Ist ja im Endeffekt egal, Leute. Ich habe kein schlechtes Gewissen, mir hat es geschmeckt und morgen geht es Vollgas weiter. Deshalb auch morgen zwei Trainingseinheiten, damit ich das wieder kompensieren kann. Irgendwie psychisch dann doch ein bisschen am Arsch doch noch. Genau, Leute. Und heute ist der 6. Tag von 20, sprich morgen ist der 7. schon, also nur noch 13 bzw. 14 Tage. Dann haben wir es geschafft. Heute in 2 Wochen ist es soweit, kommt das, was kommt, was ihr dann sehen werdet, möchte ich jetzt nicht sagen. Die Haselnuss weiß es jetzt schon, aber euch möchte ich es noch nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und ist schon alles organisiert, wird auf jeden Fall gemacht und es wird richtig geil. Deshalb bis dahin noch Diäten. Ich weiß nicht, ob ich wirklich auf 83 runtergehe oder bei 84. Ich schaue einfach mal,
wie, je nachdem wie die Form ist, wenn ich merke, sie wird noch recht viel geiler, dann mache ich natürlich weiter. Wenn ich zufrieden bin, bin ich zufrieden. Ich muss jetzt nicht mehr auf Krampf und auf unbedingt auf Druck weiter mit dem Körperfett runter, dass ich dann noch mehr Muskulatur verliere und psychisch und physisch noch eingeschränkter bin im Leben und im Training. Ich habe jetzt die dritte Diät hinter mir und irgendwann kann man auch nicht mehr, beziehungsweise auch keinen Bock mehr. Ich werde dann natürlich aufbauen nach dem 16.06. aber lean, das werdet ihr aber noch erfahren mit den ganzen Challenges, Food- und Fitness-Challenges, die anstehen. Genau. Ich möchte natürlich dann noch Muskeln aufbauen, stärker werden, aber trotzdem nicht verfetten. Das seht ihr dann, wie ich es mache. Ich weiß schon, ich habe schon einen Plan, aber das ist sprengt jetzt den Rahmen, wenn ich das hier noch ansprechen würde. Ja, Leute, das war das Schlusswort. Ich schließe damit den Vlog ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann lasst gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Und ja, Leute, dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen in der Früh um 7 in alter Frische. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Schlaft's gut und Peace.